Auf geht's, die Uhr läuft. Konzentriert bleiben heißt die Devise. Es ist ein langes Zeitfahren. Nur nicht zu schnell loslegen. Du befindest dich in einer Abfahrt. Gehe kein zu großes Risiko ein. Die Kurven sind relativ eng. Mach schon. Du hast dich lange genug ausgeruht. Jetzt kannst du mal etwas mehr eintreten. Komm schon, bleib in der richtigen Position. Du kommst jetzt in einen Abschnitt, der leicht ansteigt. Behalte deinen Einsatz gut im Auge. Auf! Bleib bei der Sache! Los! Bald bist du an der ersten Zeitabnahme. Da werden wir sehen, wie gut du im Plan liegst. Noch 1 Kilometer bis Rennende. Hier ist die Wertung nach der letzten Zwischenzeit. Weiter! Behalte deinen Rhythmus bei! Du hast den kritischen leichten Anstieg hinter dir. Jetzt kannst du in die Pedale treten. Mach schon! Weiter! Gleich geht es bergab. Gib alles. Du darfst keine Zeit verlieren. Trete noch mal richtig rein. Du hast doch noch genug Reserven. Du näherst dich der zweiten Zeitabnahme. Auf jetzt! Es sind noch weniger als 10 Kilometer bis zur Ziellinie. Ein weiterer trügerisch leichter Anstieg. Nur nicht nachlassen. Wenn dir die Beine schmerzen, ist das ganz normal.
noch 5 Kilometer. Bald hast du es geschafft. Los, los! Fahr weiter, bald sind die Strapazen vorbei. Wenn du noch irgendwie kannst, musst du in die Pedale treten. Na los, bald ist es vorbei. Jetzt geht's bergab. Noch 3 Kurven und du hast es hinter dir. Konzentrier dich. Jetzt weiter. Gib alles. Tritt in die Pedale bis... Er gehört in diesem Jahr zu den Besten. Hier ist der Träger des gepunkteten Trikots der Tour de France. Dieses Trikot wird er zu Hause aufhängen können. Hoffen wir für ihn, dass noch viele weitere dazukommen. Wir können sagen, dass die Tour ideal für ihn verläuft. Hier ist der Träger des weißen Trikots der Tour de France. Hoffen wir für ihn, dass es auch in Zukunft so gut läuft. Aber jetzt darf er den Moment genießen.